Ja, moinsen, meine Freshen Dudes, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Hearts 2 auf meinem Kanal Matze. Und wir sind weiter in Agrabah unterwegs. Wir sind in der letzten Folge auf Aladdin getroffen. Und jetzt müssten wir dem Trödelhändler einen riesigen Schatz, der selbst seinen Glauben übertrifft, besorgen, finden, geben, keine Ahnung, damit wir die Wunderlampe bekommen, in der Jafar eingesperrt ist. Also schauen wir mal, ob wir das hinbekommen oder eher nicht. Wir begeben uns jetzt in diese Höhle des Löwen. Ihr wisst, die, wo man auch im ersten Kingdom Hearts Teil ist oder auch zum Beispiel im Film. Oder in der sich auch Aladdin im Film begibt. Oh, da sind wieder die ekeligen dicken Dinger. Shit, das hat nicht so richtig gezogen. Was macht der denn da? So, den haben wir. Hat ordentlich Erfahrung gebracht. Hier mitten auf dem Feld ist so eine Schatztruhe. Oder das liegt wohl eher daran, dass wir hier einiges zerstört haben. Den anderen haben die beiden auseinandergenommen. Sehr schön. Sehr, sehr gut. So lobe ich mir das. Jo, einfach mal alle drei zerschnetzelt. Ein Lunatropfen dabei noch entdeckt. Und guck mal, da hinten ist noch eine Schatztruhe. Da hinten ist noch eine Truhe. Sauber. Alter, wie wir hier die Bude rocken. Läuft. Und jetzt gehen wir mal raus in die Wüste. Ich glaube, das müsste schon der richtige Weg sein. Ja, können wir uns nochmal eben kurz auffrischen. Hier nochmal Mithril-Tropfen. Hier werden wir wahrscheinlich eine Karte drin haben. Ne, Virtuosenring. Erhöht die Maximum AP extrem. What? Ich glaube, die können wir reinnehmen. Items. Sora. Hier haben wir einen Ability Ring, dann können wir den Ability Ring für abnehmen und dann. Boah, 4 anstatt 1. Sauber. Dann können wir Donald den Ability Ring geben. Feuermann, nice. Und damit haben wir noch mehr Ability Points bekommen. Ne? Da können wir locker nochmal ein paar Sachen anrüsten. Okay. War noch auch gerade AP. Achso, ja, stimmt. Ich hatte zwischenzeitlich noch was anderes gemacht hier. Feuerboost, Magie autovisieren, Vergeltungsschlitzer, Aufwärtsschlitzer. Nehmen wir mal den Vergeltungsschlitzer wieder ran. Passt schon. So, und dann gehen wir in die Wüste. Da hinten braut sich auch schon was auf. Oh, Carlo. Immer da, wo irgendwelche Herzlose sind, da ist meist auch Carlo. Da wären wir. Hier konnte man immer gut trainieren, weil hier immer sehr, sehr viele Gegner vorher aufgetaucht sind. Wie auch jetzt wahrscheinlich. Ja. Alter. Die haben wir schon mal weggeschnetzelt. Das war schon? Krass. Das war ja nicht dolle. Früher kamen hier immer so 3 Ladungen an Gegner. Nehmen wir nochmal einen Driver. Schade, dass er die letzte Combo wieder nicht rausbekommen hat.
Magie benutzen wir ja in dem Spiel bisher überhaupt nicht. War bisher auch irgendwie nicht notwendig. Und dann gehen wir mal jetzt in die Höhle des Löwen. Tal der Steine, die Wunderhöhle. Krass, ist ja ganz anders als beim letzten Mal noch. Den konnte ich zum Glück eben noch schnell unterbrechen. Die kleinen Bömpchen hier. Krass, an die kann ich mich ja überhaupt nicht erinnern. Die sehen ja voll geil aus. Können wir mal eben aufhalten. Oh, die haben wir auch geklärt. Shit. Haben wir ihn? Mal ein bisschen Kohle mitnehmen. Die nehmen wir, wir verpassen viel zu viel, weil wir halt keinen einzigen Charmeur am Start haben. Lassen wir viel zu viel Kohle liegen. Aktuell. Ja, den konnte ich eben noch schnell unterbrechen. Das war gut. Bevor er seinen Zauber raushaut. Da noch irgendwo einer? Nö, das war's schon wieder. Ich liebe das Kämpfen in diesem Spiel, wirklich. Ich glaube, es gibt kein Spiel, in dem ich das Kämpfen so sehr mag, wie in diesem Game. Das macht einfach Spaß. Und selbst Final Fantasy 10, wo mir das Kämpfen auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, oder Final Fantasy 9, kommen hier nicht dran. Und ich glaube, genau dieses Feeling hat Final Fantasy jetzt in den ganzen neuen Teilen, die so nach 10 kamen, die diesen Jump-and-Run-Kampfstil haben, wie hier, haben die Macher von Final Fantasy versucht, auch auf die Final Fantasy-Teile zu übertragen. Aber in den Final Fantasy-Teilen hat das leider nie so gut funktioniert, muss man einfach so sagen. Hier ist das Handling einfach geil. Wie die Art, wie die Zauber sind, ist geil. Gut, die Beschwörungen sind nicht geil. Die machen keinen Spaß in meinen Augen. Also nicht so wirklich viel Spaß. Aber sonst ist es einfach sehr, sehr stark. Fuck. Ja, der war nice. Erst die krasseste Kombo, die wir haben, rausgehauen. Und dann auch noch den Volltrefferschlag rausgehauen. Sehr schön. Krass, wie die Höhle sich von innen verändert hat. Die sieht ja komplett anders aus. Wobei, an diesen kann ich mich auch noch so ein bisschen erinnern. Ein Edelstein schwebt in der Luft. Es sieht so aus, als könnte man etwas in den Sockel hineinstecken. Vielleicht den schwebenden Edelstein? Nein! Genial! Komm, mein kleines Äffchen. Steck ihn in das Loch. Das war vielleicht nicht so gut. Was passiert jetzt? Schieben sich die Wände zusammen? Führe Abu zu dem Sockel und besänftige den Zorn der Statuen. Los, Abu. Yeah.
Na komm, weiter geht's. Wir haben es geschafft. Sauber. Maximum HP sind bei allen einmal gestiegen. Ich konnte irgendwie selber die ganze Zeit nicht so richtig springen, weil ich ja dafür sorgen musste, dass der Affe springt. Aber deswegen habe ich jede Welle gefressen, wie ihr es gesehen habt. Sah ein bisschen dumm aus, aber irgendwie war das Springen, ich meine Dreieck und X gleichzeitig drücken, ist ein bisschen kompliziert. Da hätte ich vielleicht den Controller seitlich halten müssen oder so. Naja, wir haben es ja hinbekommen. So, hier können wir eben nochmal die Gelegenheit nutzen, um zu speichern. Ein Level müssten wir auch wieder gestiegen sein. Und dann gehen wir hier rein. Tal der Steine, die Wunderhöhle. Sollten wir vielleicht nochmal mit Jago reden? Diese Statuen müssen den Schatz all die Jahre vor Möchtegern-Plünderern beschützt haben. Denkt daran, dass ich hier bin, um euch zu helfen, solange es nicht zu gefährlich ist. Warte mal, ist das jetzt der neue Raum? Ja. Ich dachte, voll da hinten wäre der neue Raum, aber nein. Da wären wir zurückgegangen. Erfülle deine Aufgabe innerhalb der festgesetzten Zeit. Aktivieren. Um hier ein paar Gegner wegschnetzeln oder worum geht's? Besiege alle Gegner. Ja, so eine Aufgabe mag ich. Sowas nehme ich gern. Komm her, meine Freunde. So, die Ebene haben wir auch geschafft. Der hier ist immer so eklig. Scheiße. So, haben wir den auch geschafft. Den haben wir relativ gut diesmal geschafft. Das war auch wichtig. Hier nochmal so einer. Das haben wir auch gut geschafft. Ah, scheint es. Das sieht so ein bisschen nach der letzten Ebene aus. Da sind auch noch zwei Schatztruhen. Da drüben scheint es zum finalen Raum zu gehen. Den haben wir. Na, komm her hier. Komm zu Daddy. Komm da nicht ran, der ist zu hoch. Will er mich verarschen? Ich habe sogar Dreieck gedrückt. Was soll das? Zum Glück hat Aladdin das geregelt. Ich kam an den Drecksvieh einfach nicht ran. Ich kam einfach an dieses Drecksvieh nicht ran. Verdammt. So. Jetzt nochmal die Schatztruhen eben öffnen. Was bringt das wohl? Wahrscheinlich kommen wir damit zum Eingang zurück oder so. Harte Wunderhöhle. Entdeckt. Und einmal Abilitamin, was sonst. Hier können wir jetzt nochmal gucken. Was bringt das? Hallo. Hallo. Nächster Halt, Eingang. Okay. Bezwinger des Tests. Du besitzt große Stärke. Habe jetzt die Tür geöffnet. Okay. Ja, Leute, das war es auch erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Kingdom Hearts 2 sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.